Trading-Gewinne von 100 Euro und mehr pro Tag. Ist das überhaupt möglich? In diesem Video gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Heute starten wir mit einer neuen Webinarreihe für euch. Titel: Blick hinter die Kulissen. Und starten möchten wir mit einer Frage, die uns wöchentlich mehrfach erreicht. Und zwar: Wie viel Trading-Gewinne sind überhaupt möglich? Und ist es kontinuierlich möglich, 100 Euro und mehr zu verdienen mit Trading? Und um die Antwort gleich vorwegzunehmen, ihr ahnt es schon, ja, natürlich ist es möglich, kontinuierlich mehrere hundert Euros am Tag mit Trading zu verdienen. Aber, und das gehört einfach mit dazu, es wird wahrscheinlich nicht jeder erreichen. Das liegt an unterschiedlichen Dingen, auf die wir natürlich auch eingehen in den verschiedenen Webinaren, die wir in Zukunft noch zu diesem Thema machen möchten. Aber erst einmal grundsätzlich ist es möglich, 100 Euro plus X täglich zu erreichen. Ja, was braucht man dafür? Natürlich einen guten Handelsplan, ein gutes Handelssetup und vor allen Dingen, das ist aus meiner Sicht extremst wichtig, auch die Disziplin, dran zu bleiben, aus seinen Fehlern zu lernen. Wenn man das macht und kontinuierlich dranbleibt und sich weiterentwickelt, dann wird natürlich auch aus dir ein guter Trader werden. Wichtig ist nur, wie viel Performance ist möglich und ist es wirklich am Ende des Tages ausschlaggebend, wie hoch die Performance ist, oder kommt es nicht eher darauf an, wie viel Geld möchte ich mit Trading verdienen und was ist hier vielleicht für euch wichtig und warum wollt ihr das Ganze überhaupt machen? Ich selber habe seit Anfang des Jahres, und dazu haben wir einen Post bei Facebook, ich glaube am Montag oder Dienstag gemacht, meine Performance seit Jahresanfang liegt bei 16%. Rein bezogen auf das Trading. Der eine wird sagen, das ist viel, der andere wird sagen, das ist wenig. Am Ende des Tages ist es aber egal, weil es kommt darauf ja an, wie groß ist die Kontogröße, die dahinter steht. Und dann könnt ihr auch ausrechnen, ist es möglich, das Ganze mit dem entsprechenden Konto, was ihr habt, sind das 100 Euro am Tag, 200, 300, so könnt ihr das selbst errechnen. Wir haben im Laufe der Woche ein paar weitere Trades gemacht und die haben wir auch bei Facebook gepostet. Und ich möchte euch einfach nur mal ein paar Beispiele geben. Sind 16% viel? Wie gesagt, der eine wird sagen, ja, das ist sehr viel, der andere wird sagen, nein, das ist doch viel zu wenig, da kann doch kein Mensch von leben. Möchte dazu sagen, ich habe an Zeit, die ich im Trading verbracht habe, maximal in dieser Zeit 1 bis 2 Stunden am Tag gehabt. Warum? Nun ja, ich war vom 15. Dezember an im Urlaub und bin erst Ende Januar aus dem Urlaub wiedergekommen. Das heißt, wir sprechen von einem Zeitraum von ungefähr 3 Wochen, mit denen ich mich wieder aktiv mit dem Trading beschäftige. Heißt nicht, dass ich im Urlaub nicht jeden Tag auch eine Stunde Zeit darauf verwende. Das gehört für mich als Trader dazu. Ich sehe Trading auch nicht als Beruf, sondern das ist etwas, was ich seit vielen Jahren sehr, sehr gerne mache und es gehört zu meinem Leben einfach mit dazu. Dass ich dabei auch noch eine Menge Geld verdiene, eine sehr angenehme Sache dazu. So, welche Trades sollte man jetzt machen, gerade wenn man am Anfang steht? Natürlich im Regelfall eher mal die Trades auf den größeren Zeiteinheiten, um einfach Gefühl für den Markt zu bekommen. Und solche Trades haben wir vorgestellt, beispielsweise gestern bei Facebook, der Thyssen-Trade. Ich werde jetzt auch einfach mal ein Bild dazu gleich posten, damit ihr einfach mal seht, welche Trades wir machen können. Wie findet man solche Trades? Durch gutes Screening beispielsweise. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, um solche Trades zu finden. Also ein gutes Screening, eine gute Handelsvorbereitung ist ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus ist es natürlich immer wichtig, ein gutes Handelssetup zu haben und einen Plan, wann ich möchte, welche Position wie verwalten. Das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, also wenn ich beispielsweise auf Stunde handle, ist es häufig sehr gut, einen guten Trend- oder Bewegungshandel zu machen mit einem festen Plan, wo möchte ich meine Position wieder schließen. Oder ihr seid Daytrader. Auch dazu hatten wir einen Post bei Facebook. Trade beispielsweise im FDAX. Sehr kurzer Stop. Der Trade dauerte nur ja, wenige Minuten und schon kam ein doch überdurchschnittlich hoher Gewinn zustande. Grundvoraussetzung dafür auch wieder einen guten Handelsplan, ein gutes Handelssetup und eine Idee, wann möchte ich wie aussteigen. Bei dem Trade beispielsweise im FDAX war es für mich wichtig zu schauen, okay, der Stop war sehr, sehr eng. Ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich eine große Bewegung bekomme. Also habe ich mit einer sehr großen Gewinnmitnahme gerechnet.
dieses CRV von 1 zu 10, was wirklich sehr, sehr hoch ist, ist auch nicht erreicht worden. Aber ich habe ein Stop-System, was dafür sorgt, dass aufgelaufene Gewinne einfach bei mir bleiben. Das heißt, ich habe einen Stop im Day-Trading, der dafür sorgt, dass ich so lange wie es geht bei dem Trade dabei bin, dass die Gewinne so groß werden, wie auch immer nur geht. Auf der anderen Seite, wenn der Markt nicht so läuft, wie ich möchte, werde ich einfach ausgestoppt. Und das ist hier auch passiert. Ich werde jetzt gleich das Bild dazu auch noch einblenden. Am Ende war es so, das CRV war dann 1 zu 7. Das heißt, auf ein Risiko von 100 € gerechnet, waren es 700 € Gewinn. Wird das jeden Tag passieren, dass man solche CRVs erreicht? Nein, natürlich nicht. Aber es gehört zum Trading mit dazu. Genau wie die Brot- und Buttergeschäfte, wo ihr 100 € riskiert pro Trade und auf der anderen Seite 50, 80, 100 € verliert oder auch mal 50, 80, 100 € gewinnt. Und ein paar wenige Trades, vielleicht jeder fünfte oder jede zehnte Trade, wird dazu führen, dass ihr 2, 3, 4, 500 € und mehr pro Trade am Ende mitnehmen könnt als euren Gewinn. So, und wie viel Geld braucht man jetzt auf dem Konto, um solche Trades zu machen? Nun ja, ich sage immer, 5.000 bis 10.000 € sind mindestens nötig. Ihr kennt ja das Webinar oder auch mein Buch Kleines Konto Großtraden, wo ich zeige, dass es relativ einfach ist, so zwischen 0,5 und 1% Performance pro Woche zu erreichen bei einem zeitlichen Aufwand von so circa eine Stunde. Und genau darum geht es ja auch. Wenn ihr kontinuierlich dranbleibt und sagt, ich möchte das neben der Arbeit hermachen und ihr kalkuliert, ihr macht ein halbes Prozent bis 1% und das ohne Hebelprodukte, dann ist das eine sehr, sehr gute Performance und damit schlagt ihr natürlich den Markt und vor allen Dingen über 90% der Trader, die da draußen agieren. Das heißt, ist es möglich, 100 € pro Tag an Gewinn zu machen? Ja, es ist möglich, es ist auch viel, viel mehr möglich, aber ihr müsst es wollen. Ihr müsst auch die Bereitschaft mitbringen, dafür einiges zu tun. Und wenn ihr das aber mitbringt, dann habt auch ihr natürlich die besten Voraussetzungen dafür, kontinuierliche Gewinne an den Märkten zu erzielen. Ich hoffe, euch hat dieses erste Video aus unserer neuen Reihe aus dem Nähkästchen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Und wie gesagt, wir werden diese Videoreihe kontinuierlich fortsetzen. Ich kann auch nicht sagen, in welchem Rhythmus wir das machen. Ich denke, so alle 14 Tage werden wir circa ein Video davon online stellen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, einfach Daumen hoch, dann wissen wir, was euch gefällt. Ihr könnt auch gerne weitere Themen in die Kommentare mit reinschreiben, die wir in den kommenden Wochen einfach mit aufgreifen sollen. Wir kommen diesen dann natürlich gerne nach. Am Ende bleibt mir nur noch, euch eine erfolgreiche Börsenwoche zu wünschen und viel Erfolg an den Märkten.